Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Format, ja? Nicht wundern, ich bin heute nicht im Studio, sondern in Gelsenkirchen, die Stadt, die so einen Ruf hat wie ein Igel im Bälleparadies. Heute spielen wir Counter-Strike, wie man schon sehen kann. Und zwar nenne ich dieses neue Format Brett, ja? Ja, Ziel ist es, mit verschiedenen Waffen Bretter zu verteilen. Das heißt, mit der Wummel schön mal in die Kimmel von den anderen Leuten reinknüttern, bis sie halt tot umfallen. Und welche Waffe ich heute nehme, das lose ich jetzt gleich mal aus, aber erstmal ab ins Spiel. So, drin im Spiel. Wir spielen heute Tee. Und ich werde es gleich so machen, dass ich würfeln werde, welche Waffe ich nehme. Sind wir natürlich schon. Oh, wir sind mitten in so einem Randspiel drin. Das ist ja kacke, ist das ja. So, liebe Leute, dann fangen wir mal an. Ich werde jetzt auswählen, mit welcher Waffe ich ein paar Bretter verteilen muss. Und das mache ich, indem ich in das Kaufmenü gehe und dann sehe ich hier die vier Dinger. Ne, Granaten und Ausrüstung geht ja schlecht. Und dann würfel ich mal aus welcher Kategorie. Und würfel schon. Ja, die ist 3. Das heißt mit MPs. Und welche Waffe? 3. Also UMP 45 werden heute Bretter verteilt. Los geht's. Boah. Zack. Ersten 2 erstmal geholt. Easy going. Würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, war Brett. Ersten Schuss, hab ihn Kopf geschmettert. Da war ich ein bisschen was zu langsam, aber trotzdem Brett. UMP 45. Mehr brauchst du einfach nicht. Das ist halt so. Ich habe selbst die Pistole habe ich weggeschmissen, weil ich nur noch die UMP brauche. Jetzt kommen sie erstmal von hinten. Die muss ich mir jetzt erstmal abfangen hier. Oh nee, da war ein bisschen was zu viel, Kuddelmuddel. Zack, da ist sie wieder, das wichtigste Werkzeug. Pistole kann wieder weg. Ganz wichtig ist jetzt hier einmal schießend rumzugehen. Das ist der wichtigste Move, den du eigentlich machst auf Inferno. Oh. Zack! Brett! Ich muss mal da mal rumgehen. Brett! Brett! UMP 45, liebe Leute. UMP. Da gibt's auch keine zweite Meinung zu. Erstmal wieder Running Gun. Gerade schon gepredigt. Ist ganz wichtig. Damit die Leute schon mal genau wissen, wer hier der Chef im Ring ist. Brett! Ja. Ja, si yurim sin dakasonyar geliyor. Geliyor Türkiye. Ich bin bei dir, mein Freund. Nun kann ich mir keine UMP mehr kaufen. Da wird er wieder nicht vernünftig gegen. Der Barry, der denkt sich, der kann das da. Zack! Brett weggeberried! Das ist absolut unrealistisch. Wenn ich mit der UMP komme, dann schlottert eigentlich schon bei dem anderen die Knie und der kann gar nicht mehr treffen. Es sei denn. Hack. Aimbot. Ja. Für mich eine klare Angelegenheit. Nochmal hier den kleinen. Hinlaufen, hoffen, dass einer so doof ist und dahin rennt. Zack, Barry. Ganz klar, Smokebrett der Woche, ja. Zack. Ah, da war aber kein Brett, das war einfach nur. Hoppala. Brett. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass die UMP die Waffe des Jahres 2015 ist. Brett! Ich sag euch eins. Ich bin tot. Zack, da sind wir jetzt schon auf Dust. Zack, Brett! Running Brett. Brett,
Zack. Das ist der andere. Du Haufen, hau da ab, du. Zack, hol ihn. Aber wenn es ein bisschen stolperig war, er hat ihn geholt. Das ist das Wichtigste, liebe Freunde. Er hat ihn geholt. So, ja, liebe Leute, das muss auch erstmal reichen hier mit den Brettern. Also, Fazit. Die OMP bekommt von mir. Ja, sie ist... Man kann ein paar Leute mit ihr weghauen und so, aber die wirkliche Durchschlagskraft hat sie nicht. Also bekommt die OMP am Ende von mir 7 von 10 möglichen Brettern. Ich bin erstaunt, was sie alles kann. Ja. Beim nächsten Mal nehmen wir eine andere Waffe dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, hier abonnieren, favorisieren, masturbieren, mir wieder wurscht. Ja, viel Spaß mit der UMP. Das war's von mir. Haut rein. GG.